Mit verschiedenen EU-Aktionsprogrammen für mehr Sicherheit auf Europas Straßen konnte die Zahl der Verkehrstoten bereits um einen Großteil gesenkt werden. Dennoch gab es im Jahr 2010 immer noch 35.000 Todesopfer zu beklagen. Der Vizepräsident des Verkehrsausschusses und Berichterstatter zur Straßenverkehrssicherheit, Dr. Dieter Lebrecht-Koch, setzt für mehr Sicherheit unter anderem auf den Einsatz neuester Kommunikationstechnologien, sogenannter intelligenter Verkehrssysteme und betont die Wichtigkeit einheitlicher Leitlinien in Europa. Herr Dr. Koch, Sie fordern einheitliche Leitlinien und eine EU-weite Koordinierung unter den Mitgliedstaaten in Sachen Straßenverkehrssicherheit. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, Frau Mancini, es gibt Aufgaben, die kann die EU lösen, um die Straßen sicherer zu machen. Es gibt andere Aufgaben, die müssen vor Ort die Mitgliedstaaten regeln. Und deshalb gibt es Leitlinien für die Mitgliedstaaten, damit sie die Chance haben, eigene Aktionsprogramme zum Beispiel zu erarbeiten für mehr Straßenverkehrssicherheit. Aber auch innerhalb der Europäischen Kommission gibt es viele Generaldirektionen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich nenne nur Binnenmarkt, Verkehr natürlich, Verbraucherschutz, Umweltschutz, Forschung und Entwicklung, Technik, Wissenschaft und all diese machen etwas auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit, aber das ist noch nicht koordiniert. Und deshalb wünsche ich mir eine Person innerhalb der Europäischen Kommission, die Verantwortung trägt, einmal die Arbeiten innerhalb der Kommission zu koordinieren, also zwischen den Generaldirektionen, aber auch das europäische Aktionsprogramm für Straßenverkehrssicherheit, das wir fordern in meinem Bericht, und die nationalen Programme, die entstehen werden. Sie legen in Ihrem Bericht ja besonderen Wert auf die sogenannten intelligenten Verkehrssysteme. Wie kann hier Technik Leben retten? Ja, intelligente Verkehrssysteme bezieht sich sowohl auf Fahrzeuge. Dort haben wir vor allen Dingen die Fahrerassistenzsysteme, die zum Beispiel Auffahrunfälle nahezu ausschließen können, aber auch helfen, dass ein Fahrer nicht einschläft oder auch warnt, wenn sich jemand mit Alkohol ans Steuer setzt. Und es gibt intelligente Verkehrssysteme im Rahmen der Verkehrsinfrastruktur. Verkehrszeichen besser erkennbar machen oder sprechende, leichte Fahrfehler verzeihende Straßen. In Zukunft wird es eine Kommunikation geben zwischen Infrastruktur und Fahrzeug. Und dafür sind einfach diese intelligenten Verkehrssysteme notwendig. Im Wesentlichen sind es Informations- und Kommunikationssysteme. Alkoloks, also elektronische Zündsperren bei Alkohol am Steuer, sollen zukünftig in Nutzfahrzeugen und Bussen eingebaut sein und auch als Strafmaßnahme für Trunkenheit am Steuer eingesetzt werden können. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das nicht eine sehr drastische Maßnahme? Also wir gehen da sicherlich langsam ran. Ich fange mal bei dem zweiten Teil Ihrer Frage an, zur Rehabilitation von Menschen, die auffällig geworden sind, weil sie unter Alkohol gefahren sind. Glaube ich, es ist ein gutes Mittel, um sie wieder zu integrieren in den normalen Alltag, damit sie nicht von heute auf morgen ihren Führerschein und damit oft ihren Arbeitsplatz verlieren. Mhm. Ich denke, eine Chance für jeden. Der zweite Teil, ich glaube, gerade für neue Fahrzeugtypen und aus meiner Sicht nur für neue Fahrzeugtypen sind solche Systeme in Zukunft denkbar, einfach um zu zeigen, vor allen Dingen den Fahrgästen, der Fahrer, der vorne sitzt im Bus, der ist wirklich nüchtern, er hat keinen Alkohol getrunken und ich kann mich auf ihn verlassen. Ich glaube, ein Aushängeschild für jede Firma, die zeigt, unsere Fahrer fahren ohne Alkohol. Mhm. Fahranfänger und damit ja unerfahrene Fahrer bergen oft ein erhöhtes Risiko, in Unfälle verwickelt zu sein. Wie wollen Sie dieser Herausforderung begegnen? Ja, ich glaube, das Thema lebenslanges Lernen gibt es in vielen Bereichen unserer Gesellschaft. Und im Bereich Teilnahme im öffentlichen Straßenverkehr ist ganz wichtig, dort auch zu nennen. Ich glaube also, von Anfang an müssen junge Leute lernen, wie benehme ich mich im Straßenverkehr. Ich bin selbstverantwortlich für mich, aber ich trage auch Verantwortung für andere. Und das muss allen klar werden. Und deshalb will ich anfangen bei der Ausbildung in Schulen, über die natürlich Ausbildung dann zu einem, wenn man einen Führerschein erwerben will, und darüber hinaus. Lebenslanges Lernen, das ist der Begriff dafür. Denn ich glaube, auch im Alter kann man noch etwas dazulernen. Und sei es nur, dass man helfen kann, wenn man zu einem Unfall dazukommt. Sprich, Erste Hilfe. Ich glaube, eine Erste Hilfe sollte jeder leisten können. Das ist übrigens wichtig, nicht nur, wenn es zu einem Unfall im Straßenverkehr gekommen ist, sondern eben auch, wenn im Haushalt oder irgendwo sonst etwas passiert. Sie nennen in Ihrem Bericht den Menschen selbst und die Verantwortung, die er als Verkehrsteilnehmer trägt, als entscheidenden Faktor für mehr Verkehrssicherheit. Was kann denn der Bürger tun? Ja, vielleicht noch mal ganz kurz. Die Unfallursachen sind vorrangig, ich schätze mal zu 80%.
Personen verursacht. Also der Mensch ist das Haupt, ist der Hauptfaktor, wenn es zu einem Unfall kommt. Und deshalb gehört das dazu, dass man sich entsprechend verhält, also Verantwortung übernimmt für sich und für andere, die Ausbildung macht, aber eben auch die Vorschriften einhält, die es in Europa gibt. Und da bin ich stark für eine grenzüberschreitende auch Strafverfolgung, gerade bei schweren Delikten, die große Auswirkungen haben, meist zu tödlichen Verkehrsunfällen führen. Dort eine Überwachung und auch eine Bestrafung über die Grenzen hinweg, glaube ich, ist nicht schlecht. Herr Dr. Koch, vielen Dank. Ich danke Ihnen.